Herzlich willkommen zu Arms. Im Rank-Modus gegen Crotch mit Rang 12. Jetzt 4 Ränge höher als ich. Holy fuck. Bin mal gespannt. Aber wir haben ja gelernt im letzten Rank-Part, man kann sich auch easy hochpushen auf Ranked. Indem man einfach lief, wenn man verliert und dann einen findet, der immer wieder kämpft. Wenn er Bock hat. Oh, Schild und Triolinfwurm wird eklig. Das wird eklig. Aber er sieht irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht muss man so spielen als... Als Helix. Ich kann Helix ja nicht. Ich bin ehrlich. Aber es sieht nicht aus, als ob er was drauf hätte. Oh, shit. Sagt er und kriegt übel so einen Sack. Als ob. Als ob. Ma. Dass man da nicht grabben kann. Oh mein Gott. Okay, auf einmal hat er voll rausgehauen. Okay. Wie machen wir das dann? Machen wir mal so. Ich hab meine Ulti. Geben wir halt Double Ice. Okay, er kann schlagen. Das kann er. Das war da drin. Dieses Schilde Mami halt kirre, ne? So. Ich hasse diese Schilde. Oh mein Gott, die Mami ist so kirre. Ich kann damit selbst nicht spielen. Aber wenn ein Gegner das kann, ist das richtig ekelhaft. Ich darf nicht zu nah dran an denen. Ich muss da echt auf Fernkampf gehen. Ach, Gott sei Dank. Okay, wir können das schaffen. Lass mich in Ruhe. Geh doch weg, Alter. Nein, ich panicke gerade. Ich panicke. Okay. Ich hab gepanickt. Man darf nicht paniken in Arms. Okay. Ja, gehen wir weiter auf die. Er wechselt nicht. Er ist nicht gut. Er hat nur Glück, dass... Als ob. Ich habe jetzt beide auf Kriolinwurm. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Aber okay. Habe ich mich verdrückt? Schaffen wir trotzdem. Easy. Okay, nice. Oh, nice. Zwei Laser kommt endlich mit klar. Nice. Perfect. Comeback. Gut, zwei Kriolinfwurm war aus Versehen, aber gute Wahl. Weil so wäre ich im Nahkampf richtig gepiept gewesen. Aber richtig. Aber weiterkämpft? Er bleibt drin. Ehrenmann. Ne? Frage ist, bleibt er mit dem gleichen Charakter drin und den gleichen Strategien? Er hat auch die dicken Bobbles. Sind das die Standardsachen? Ich gehe wieder auf Kriolinfwurm. Er geht gleich, okay. Er darf nur nicht checken, dass ich im Nahkampf am Arsch bin. Ich glaube, das weiß er. Eigentlich müsste man das wissen auf Rang 12, wenn ich ehrlich bin. Mein Vorteil ist, ich kann jetzt mega gut ausweichen. Nachteil ist, er darf mich nicht mit seinem Schild treffen. Ah, oh, shit, sei das meine. Das wollte ich gar nicht. Er geht aber auch nicht auf Nahkampf. Das ist halt... Aua. Der Schild ist geil. Ich sehe nicht, wann er den scheiß Lindwurm macht. Hm, das tat weh, weil meine Würmer zu spät zurückkamen. Ich will nicht den machen. Da, das ist Kacke. Der Schild ist geil bei ihm. Also er benutzt den cool. Er benutzt ihn mit dem Kriolinfwurm zusammen. So, dass ich nicht sehe, wann er den Lindwurm macht. Er macht ihn nämlich dann immer so unterhalb. Voll tricky, der Dude. Gefällt mir. Gefällt mir echt.
Er setzt den Schild halt raus und wenn ich genau dahinter bin, nur dann macht er den Lindwurm. So, dass ich es nicht sehe. Da jetzt zum Beispiel hätte er ihn machen können. Hat er aber nicht. Ich spam den jetzt einfach tot. Geht ja anscheinend. Ach, scheiße. Okay. Die Ult ansetzen ist halt bei ihm kacke, weil die so lange braucht. Setzt er die Ult? Blocken. So. Er versucht mit dem Schild an mich ranzu, aber das Schild hat halt nicht die Reichweite, die er sich wünscht. Ah, da bin ich viel zu nah dran gegangen. Oh, das war doof. Er versucht aber auch gar nicht zu grabben oder so. Jetzt versucht er Nahkampf zu gehen. Jetzt wird's ekelhaft gerade, ich muss weg. So. Ach komm. Er hat's gerade so ein bisschen raus, hier nicht outplayed. Ich muss eigentlich nur auf Zeit spielen. Auf Zeit hat er... Jetzt gewinnt er noch die Runde. Ich hätte einfach nur blocken sollen. Ich hätte den letzten Angriff nicht machen sollen. Ich hätte einfach nur blocken sollen. Er hätte es nicht geschafft. Kacke. Okay, pass auf. Ich muss ein bisschen wieder auf Nahkampf kommen. Weil er so langsam raus hat. Wie er mich kriegt. Das ist aber voll interessant. Ich habe noch nie gegen Helix im Rank gespielt. Nice. Ach komm schon. Nice. Ich versuche gerade mit dem Ding an seinem Schild vorbeizuschießen. Was auch gut funktioniert. Man muss also runter aimen bei ihm. Ha, am Arsch. Damit habe ich gerechnet. Ah, er hat's auch versucht. Okay, nice try. Ach, komm schon. Ah, nice. Alter Vater. Nee, nee, ich weiß, dass man da hauen kann, wenn man eingefroren ist, Freundchen. Oh, ich panicke gerade wieder. Nice. Komm schon. Nice. Er hat gepanickt. Er hätte einfach nur blocken müssen. Er hätte genug Zeit gehabt. Boah, das ist ein anstrengender Gegner. Puh. Der ist echt anstrengend. Ich weiß nicht, ob er es verdient hat, auf 12 zu sein oder nicht, weil ich schaffe ihn ja. Bleibt er drin? Hartnäckig ist er. Hartnäckig. Okay. Puh, aber wenn ich die Folge gleich beende, gehe ich raus, mein Kollege. Das ist jetzt die letzte Runde gegen dich. Wenn du die jetzt gewinnst, GZ, GG. Aber... Uiuiui. Du bist anstrengend. What the fuck? Das Miese an... Oh. Dass sie so weit kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. So. Nein. Aua. Hat das wieder gemacht. Oh, Highground, kann ich ihn treffen? Alter. Ey, Alter. Kannst du mal wieder aufhören? Nee, lass das mal. Alter. Als ob du das machst. Okay. Nee, nee, lass das mal. Geh mal nach da unten. Da gehörst du hin. Get down. Yes. Jetzt lässt er nach. Oder die Map passt ihm nicht. Weil er halt keinen Highground gekriegt hat.
Bleiben wir dabei? Ja, wir bleiben dabei. Oh, er hat gewechselt. Oder? Nee, hat er doch nicht. Hä, warum ist denn sein Schild so schwarz? Verstehe ich nicht. Oh. Was versuchst du denn jetzt, ey? Oh nein. Zu lange gebraucht. Oh. Die tat weh. Nice. Das war viel leichter als die Runde davor. Crotch, du warst ein guter Gegner. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Ich ziehe meinen Hut. Aber ich glaube, du hast dich auf Level 12 hochgepusht. Ich weiß ja nicht. Werde ich gefragt? Werde ich nicht gefragt? Ich werde gefragt, aber ich suche einen neuen Herausforderer. Denn die Folge endet hier. Schreibt Kommentare und Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Zu Arms. Ciao, ciao.